Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video der Serie Die Post war da. Heute kommt mal was ganz anderes. Also weder RC noch was zum Dampfer noch irgendwie Kamera-Equipment, sondern es kommt ein Race-Chip. Das ist dann etwas für mein Auto. Wir gehen jetzt mal runter, gucken uns mal die Schachtel an. So, meine Adresse ja nicht geschwärzt. Jetzt muss ich aber, denke ich mal, den Lieferschein rausholen, damit ich das Paket öffnen kann. Und den Lieferschein, den hole ich jetzt aber schnell raus, sodass ihr mich seht, dass ich dann auf dem Lieferschein meine Adresse habe. Nachher weiß jeder, wo ich wohne. Ja, da ist meine Adresse auch gleich vorne drauf. Ja, das ist Rechnung und Lieferschein und da ist ein Link auch dabei zur Einbauanleitung. Aber sonst eigentlich nichts Besonderes, was ich euch zeigen müsst. Dann können wir jetzt wieder runtergehen auf den Tisch und dann gucken wir mal, was ich mir denn da überhaupt bestellt habe. Ihr habt es wahrscheinlich in der Videobeschreibung schon gelesen. Vermute jetzt einfach mal. Weil von RaceChip gibt es jetzt, ich weiß gar nicht, ob der ganz neu ist, aber den gibt es den GTS Black Chip. Und ich habe ja bei mir im Auto den RaceChip One. Den fahre ich jetzt, glaube ich, tatsächlich schon seit 6 Jahre, 7 Jahre, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Seit vielen, vielen Jahren und da habe ich auch ein Einbauvideo damals gemacht auf meinem Kanal JD Germany. Und das Video vom Einbau, das wird dann auch wieder auf dem Kanal passieren. Da habe ich zwar jetzt so viele Abonnenten wie hier, aber ich verlinke euch den Kanal einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da haben wir damals ja eigentlich doch relativ viel Mühe gemacht mit dem Video, haben da viele Testfahrten auch gemacht und irgendwie festgestellt, dass der Chip scheinbar gar nicht so viel Leistung gebracht hat, aber unterm Strich war es dennoch eine Verbesserung. Das Problem ist halt mit dem anderen Chip, den Race Chip One, den kann man nicht eintragen und den hier, den kann man jetzt eintragen und der hat auch noch mehr Leistung. So, der ist jetzt hier drinnen in der Schachtel. Sehr gut verbaut. Den lasse ich jetzt aber da drin, dass ich den nachher letztendlich in dem anderen Video komplett auspacken kann. Ich möchte jetzt mal bloß eine grobe Übersicht kriegen, was denn im Lieferumfang alles dabei ist. So, dann haben wir hier den Kabelbaum. Können jetzt gleich mal gucken, ob der ähnlich ist mit dem Kabelbaum, was sie jetzt aktuell in meinem RaceChip One drin haben. Ja, der ist tatsächlich aufwendiger, weil der hat mehrere Steckverbindungen. Mein anderer Kabelbaum, der hat im Prinzip nur die zwei Steckverbindungen und bei dem kommen jetzt die zwei dazu. Also sprich, der Chip hier kriegt dann nachher mehr Informationen als wie der RaceChip One, was jetzt drin haben. Dann kann, ja, die Funktionsweise von so einem Chip ist eigentlich eine Manipulation. Der sagt dem Auto nachher, der hat andere Werte und dann versucht das Steuergerät letztendlich die Werte anzupassen und somit hat man dann etwas mehr Leistung. So, was mein alter Chip auch hat, der hat keinen so einen Blindstecker. Hier habe ich so einen Blindstecker drauf. Sprich, wenn ich das hier dann montiere, dann fahre ich eigentlich ohne Chip. So, hoffe ich mal, dass der jetzt richtig drin ist. Dann fahre ich ohne Chip, das ist dann praktisch einfach eine Brücke, wo diese Leitungen dann wieder
ohne Daten zum Verändern überbrückt und somit kann ich den Chip eigentlich jederzeit einfach ausbauen und kann aber dennoch weiterfahren. Wenn man am anderen Chip weiß jetzt gar nicht, was da passiert, wenn ich den ausstecken wird. Also auf jeden Fall rein vom Kabelbaum ist das auf jeden Fall schon mal besser. So, jetzt muss ich bloß mal schnell Pause machen. So, kurze Unterbrechung. Mein Telefon hat klingelt, das hat man gehört. Also da muss ich mir nachher, denke ich mal, noch schnell die Anbauanleitung angucken. Vielleicht ist auch hier noch dabei, aber ich habe vorher auf der Rechnung gesehen, dass da ein IR-Code drauf ist, wo man zur Anbauanleitung kommt. Sprich, das kann ich dann nachher auch draußen vor dem Haus am Handy schnell machen, aber hier ist auch noch mal was drin. Ich habe das Ganze auch bestellt mit App-Anbindung. Was kommt da raus? Kabelbinder kommen auf jeden Fall raus, dass ich das sauber verlegen kann. Was das hier ist, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass wir die Löcher bohren können, wenn man das irgendwo montieren möchte. Aber da ist eigentlich nichts mehr weiter drin, außer nochmal zwei Kabelbinder. Und nochmal so ein Clip. So, also Kabelbinder haben wir 6 Stück dabei. Und viermal solche Clips. Was die jetzt aktuell sind, das weiß ich noch gar nicht, aber ich denke mal, dass man hier einfach einen Kabelbinder durchführen kann und das kann man vielleicht irgendwo an der Karosserie mit einklippen. Das muss ich also noch rausfinden, weiß ich jetzt aktuell nicht. Und das hier, weiß ich auch nicht, was es ist. Das guckt man jetzt einfach mal geschwind an. GTS Black N57D30, das ist mein Motor. Ich habe ja den BMW 530 X Drive als Kombi, als Touring F11. Ist das Modell? Keine Lust selber einzubauen, also könnte ich das rein theoretisch auch einbauen lassen, aber denk mal, das kriege ich hin. Und jetzt wollen wir auch gemeinsam dann nachher im Video einbauen. Bitte verwenden Sie den IR-Code, um persönliche Produktunterlagen zuzugreifen. So, das ist natürlich vielleicht das nicht unbedingt von Vorteil, wenn ich das jetzt da in die Kamera halte, weil jetzt sieht man das, ob der so personalisiert ist, dass ihr danach auf meine Daten zugreifen könnt. Aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. So, das ist auf jeden Fall der Chip, den Blindstecker auf dem Ding haben wir ja schon gesehen. Ich denke mal, der Einbau, der wird relativ einfach sein. Das wollen wir in 5 Minuten geschafft haben. Ich muss da bloß den Kabelbaum vom anderen Restchip ausstecken und das einstecken und die zwei zusätzliche Kabel. Da muss ich halt dann noch gucken, wo das eingesteckt ist, aber das wird, denke ich mal, auch kein so ein großer Eck sein. Wenn ihr das auf jeden Fall halt verpassen möchtet, wie den Reichschip da haben. Reichschip GTS Black. Sieht man das da oben drauf eigentlich auch? GTS, okay, das Black, das startet jetzt gar nicht drauf. Der hat auf jeden Fall dann hier oben noch ein kleines Display. Und hier sind 2 so Druckknöpfe. Man kann dann die Leistung, wenn man jetzt die App nicht dazu kauft, theoretisch auch über die Druckknöpfe einstellen. Da ja ich aber in dem Fall die App jetzt auch dazu gekauft habe, kann ich das auch nachher dann direkt mit dem Handy machen. Und das
Finde die eigentlich praktisch. Und die App, die werden wir jetzt gleich installieren. Mein Junge kommt nachher, der nimmt dann auf wie das Eibo und dann gibt es auf meinem JD Germany Kanal seit langem echt mal wieder Video und ihr könnt das dann auch angucken. Ich verlinke euch das dann unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise wahrscheinlich in der Videobeschreibung, sondern in der Kommentare und mir das oben an. Ja, wenn ihr es nicht verpassen möchtet, hier ein Abo da lassen auf JD Germany, ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat, Daumen natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns die Tage. Tschüss. Justin Dami, Alvin, let's go. I'm in the whip with a thottie, looking like Scabby, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's.